Ihnen allen, die sich nun zugeschaltet haben, wünsche ich einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem digitalen Vortrag Wir gegen uns, Sport im geteilten Deutschland. Im Zuge unserer Sonderausstellung Es lebe der Sport im Stadtmuseum Kassel präsentieren wir Ihnen heute zum letzten Mal einen Vortrag zum Thema Sport, Sport in der DDR und Sport in der BRD. Wie gestaltete sich das damals? Dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Anne Martin. Sie ist Historikerin am Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Zu dieser Institution und auch zu sich selbst möchte Frau Dr. Martin selbst noch ein paar Worte sagen. Und deshalb übergebe ich jetzt auch das Wort an Sie, Frau Martin. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Schlicht, und vielen Dank für die Einladung, heute diesen Vortrag zu halten. Ich wäre natürlich sehr gerne zu Ihnen nach Kassel gekommen, weil es ist doch viel schöner, beim Sprechen auf Zuhörende schauen zu können, statt recht einsam vor einem Monitor zu sitzen. Aber so ist es nun mal. Sie sagten es, ich bin Historikerin und seit nun schon 25 Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig tätig. Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig ist Teil der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die Standorte auch in Bonn und Berlin hat. Ich versuche jetzt mal die PowerPoint zu starten. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Mitarbeit an Ausstellungen, die sich ganz unterschiedlichen Aspekten der deutschen Geschichte seit 1945 widmen. So habe ich vor einigen Jahren als Projektleiterin eine große Sportausstellung konzipiert und mich daher intensiv mit unserem heutigen Thema auseinandersetzen können. Genannt haben wir diese Ausstellung, Sie sagten es eben schon, in Anlehnung an eine sehr einprägsame Schlagzeile der Bild-Zeitung, Wir gegen uns, Sport im geteilten Deutschland. Es ging, wie der Titel schon sagt, um die Entwicklung des Sports in der Bundesrepublik und in der DDR, um den Sport als einen Schauplatz des Ost-West-Konflikts. Keine reine Sportschau. Unser Ziel war die Einbettung des Sportgeschehens in die Zeitgeschichte. Die Faszination des Sports aber sollte dabei allerdings keinesfalls zu kurz kommen. Was ich Ihnen jetzt im Folgenden beschreibe, fußt auf den Einsichten und Erkenntnissen, die wir damals bei der Vorbereitung unserer Ausstellung gewonnen haben. Auch die Bilder der PowerPoint, die Sie hoffentlich sehen können, stammen aus der damaligen Ausstellung. Zunächst werde ich nun die Entwicklung des Sports in der DDR skizzieren, dann auf die Entwicklung in der Bundesrepublik eingehen und schließlich mit einigen wenigen Beispielen an das deutsch-deutsche Gegeneinander und Miteinander im Sport erinnern. So, jetzt sollte eigentlich das nächste Bild kommen. Ja, also Sport in der DDR. In der sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 dann in der DDR propagierte die SED, also die Sozialistische Einheitspartei, einen antifaschistisch-demokratischen Kurs auch für den Sport. Der Sport sollte mithelfen beim Aufbau der neuen Gesellschaft. Er sollte nicht nur der Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Wehrertüchtigung des Einzelnen dienen, sondern umfassend der Bildung einer sozialistischen Persönlichkeit. So stand die Gründung des Deutschen Sportausschusses am 1. Oktober 1948 in Ost-Berlin unter dem Motto Sportler sein ist gut, Sportler und fortschrittlicher Mensch sein ist besser. Zum Fortschritt, wie ihn die SED verstand, gehörte die Einheit im Sport und folglich die Ausschaltung eines freien und pluralistischen Vereinslebens. Weder die alten bürgerlichen Vereine noch die Arbeitersportvereinigungen,
aus der Zeit vor 1933 durften wieder aktiv werden. Rückgrat der neuen Sportbewegung sollten die Betriebssportgemeinschaften sein, von denen die ersten schon Ende 1948 entstanden. Ende 1949 existierten bereits 800 solcher Gemeinschaften mit etwa 500.000 Mitgliedern, die meisten bei den volkseigenen Betrieben. Seit 1950 wurden diese Betriebssportgemeinschaften abhängig von der Gewerkschaftsanbindung ihrer Trägerbetriebe zu 18 Sportvereinigungen zusammengeschlossen, die sich Namen wie Aufbau für die Bauindustrie, Dynamo für die Polizei, Lokomotive für die Reichsbahn, Turbine für die Energieindustrie oder Vorwärts für die Armee gaben. Die Organisation des Sports, vor allem der 1957 gegründete DTSB, der Deutsche Turn- und Sportbund, waren vollständig von der Politik abhängig und wurden von ihr gelenkt. Bei der Choreografie der sportlichen Großveranstaltungen, etwa bei den Leipziger Turn- und Sportfesten, von denen Sie jetzt ein Plakat sehen, knüpfte die SED an Traditionen der deutschen Turnbewegung, der Arbeiterturn- und Sportbewegung und auch an das Vorbild der stalinistischen Sowjetunion an. Die Sorge, man könne sich vielleicht in diesen Inszenierungen zu sehr denen der Nationalsozialisten annähern, die hatte man offenbar nicht. Schulen und Straßen benannte die SED nach bekannten kommunistischen Arbeitersportlern und pflegte dabei ganz besonders das Andenken an den von den Nationalsozialisten ermordeten Ringer Werner Seelenbinder. Mit sportlichen Spitzenleistungen und Wettkampferfolgen wollte die DDR bereits in den 50er Jahren international Ansehen gewinnen und vor allem den imperialistischen Klassenfeind in der Bundesrepublik übertrumpfen. Hochwillkommen waren ihr daher ihre Erfolge bei der Friedensfahrt, der sogenannten Tour de France des Ostens, durch die das kleine Land seinen ersten Sporthelden gewann, Teve Schur. Sie sehen hier zwei Bilder aus unserer damaligen Ausstellung. Teve Schur war für uns ein sehr schönes, dankbares und wichtiges Thema. Man sieht hier sein Fahrrad und Bilder von der Friedensfahrt. Noch ein zweites Bild. Da sieht man ein Gemälde, das Teve Schur zeigt. Also er hat auch in die Kunst Eingang gefunden. Der Förderung des Spitzensports in der DDR diente eine Reihe von Einrichtungen. Einige davon hatten ihre Anfänge bereits in den 50er Jahren. So etwa die bekannten Kinder- und Jugendsportschulen. Das waren allgemeinbildende Schulen mit verstärktem Sportunterricht und einem weiterführenden Training am Nachmittag. Die ersten vier dieser Schulen entstanden in Berlin, in Brandenburg, in Leipzig und Halberstadt. Obgleich ja bekanntlich der Lebensstandard in der DDR verglichen mit Westdeutschland deutlich niedriger war und immer wieder Versorgungsengpässe den ostdeutschen Alltag erschwerten, investierte die DDR sehr viel Geld in den Ausbau von Trainingszentren und sehr viel Geld in die sportwissenschaftliche und sportmedizinische Forschung. Zur zentralen Ausbildungsstätte für Sportlehrer und Trainer entwickelte sich die 1952 errichtete Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig. Seit 1954 waren für die Förderung des Spitzensports außerdem die materiell äußerst großzügig ausgestatteten Sportclubs zuständig, von denen es in jedem der 15 Bezirke der DDR mindestens einen gab.
Der größte Sportclub der DDR war der von der Volkspolizei und dem Ministerium für Stadtsicherheit gemeinsam geschaffene SC Dynamo Berlin unter dem Vorsitz von Stasi-Chef Erich Mielke. Zu dem von mir so ganz kurz beschriebenen Leistungssportsystem gehörte zudem die starke Beteiligung der kasernierten Volkspolizei und später der Nationalen Volksarmee, der NVA. Die Armeesportclubs, wie den ASK Vorwärts Berlin begründete und eigene Sportinternate und Trainingszentren unterhielt. 1964 fiel der Startschuss für die Einführung der Kinder- und Jugendspartakiaden. Diese auf Kreisebene jährlich stattfindenden Wettbewerbe sollten den Nachwuchs motivieren, regelmäßig und systematisch Sport zu treiben. Außerdem sollten sie Leistungsvergleiche und Talentauswahl ermöglichen. Die Besten dieser Spartakiaden qualifizierten sich für die Bezirksspartakiaden, die ebenso wie die zentralen Spartakiaden alle 2 Jahre ausgetragen wurden. In ihren Siegerlisten fanden sich viele spätere Medaillengewinner und Gewinnerinnen Olympischer Spiele. Mit dem erklärten Ziel, bei den Olympischen Spielen 1972 in München eine Platzierung unbedingt vor der Bundesrepublik zu erreichen, beschloss die SED im März 1969 eine ganz grundlegende Veränderung der Sportlandschaft. Der Sport war künftig in 2 Bereiche aufgeteilt. Sport 1 umfasste Disziplinen wie Schwimmen und Leichtathletik, in denen bekanntlich besonders viele Medaillen gewonnen werden konnten. Unter Sport 2 fand sich der Rest wieder. Während Sport 1 nun, man kann sagen, auf Teufel komm raus gefördert wurde, waren die Aktiven von Sport 2 von nun an Sportler zweiter Klasse. Sie verloren alle bisherigen Privilegien und durften nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen, selbst wenn sie zuvor zur europäischen Spitze gehört hatten. Mannschaftssportarten wie Hockey, Basketball oder Wasserball gerieten so ins Abseits. Sie sehen wieder eine Ansicht aus unserer damaligen Ausstellung. Der Entdeckung junger Talente diente seit 1973 die sogenannte einheitliche Sichtung und Auswahl für die Trainingszentren und Trainingsstützpunkte des DTSB der DDR, kurz ESA genannt. Die Sportlehrer und Sportlehrerinnen an den allgemeinbildenden Schulen erfassten die körperlichen Daten der Erstklässler und gaben Empfehlungen, für welche Sportart, natürlich aus dem Bereich 1, die Kinder besonders geeignet waren. Wie nun kam dieser Kurs, also die einseitige Förderung des Hochleistungssports, in der ostdeutschen Bevölkerung an? Diese Frage stellt man sich ja. Die Frage rückt den Blick auf die Vergünstigungen, die das SED-Regime seinen Sporthelden und Sportheldinnen bot. Die meisten Eltern stimmten der Aufnahme ihrer Kinder in die Trainingszentren zu, da diese kostenlose Betreuung und eine gesundheitsfördernde Sporterziehung versprachen. Je stärker aber der Drill und auch die politische Erziehungsarbeit in den Vordergrund traten, was spätestens beim Übergang von den Zentren in die Kinder- und Jugendsportschulen der Fall war, desto skeptischer reagierten doch viele Betroffene. Höchstens 60% der Ausgewählten stimmten dem Wechsel in die Kinder- und Jugendsportschulen zu. Dass trotz des jahrelangen und wahrlich ja sehr entbehrungsreichen Trainings, trotz des politischen Drucks und auch der ständigen Überwachung viele eine Sportkarriere anstrebten, lag an Privilegien und der Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Erfolgreiche Athleten und Athletinnen, die sich während ihrer aktiven Zeit 100%ig auf den Sport konzentrieren konnten,
hatten in der Regel nach Beendigung ihrer Laufbahn Zugang zu einer Berufsausbildung oder einem Studium ihrer Wahl. Das ging ja bekanntlich nicht allen in der DDR so. Hinzu kam die Aussicht auf soziale Anerkennung und nicht zu vergessen auch die Chance, mal aus der DDR rauszukommen. Anreiz für die Sportlaufbahn waren auch materielle Vergünstigungen, die Bevorzugung bei der Vergabe von Wohnungen, von Autos oder Telefonen. Zum Sportwunder DDR trug aber nicht nur die von anderen Ländern schon früh kopierte Nachwuchsförderung bei, sondern auch die Perfektionierung der Trainingsmethoden, der Technik und der Materialien. Zu den Errungenschaften des ostdeutschen Staats gehörten Gegenstrombecken mit Kamerabeobachtung der Schwimmer, Windkanalmessungen von Rodelschlitten, gleitfähige Kufen, windschnittige Bobs sowie aerodynamische Rodelanzüge. Aus den Labors der 1965 in Berlin-Schöneweide gegründeten Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte gingen glasfaserverstärkte Kunststoffe für Ruderboote und Segelschiffe hervor. Zu den bekanntesten Produkten dieser Einrichtung zählten seit den 80er Jahren Fahrräder mit einem Rahmen aus Carbon, mit denen der ostdeutsche Straßenvierer 1988 in Seoul Gold gewann. Zu den Schattenseiten des Sportwunderlandes, dazu möchte ich nun auch noch einige Worte sagen. Der Hochleistungssport war aufgrund seines Stellenwerts für das SED-Regime einer der am stärksten kontrollierten Bereiche der DDR-Gesellschaft. Den sogenannten Diplomaten im Trainingsanzug galt das ganz besondere Augenmerk der Stasi, also der Geheimpolizei der SED. Besonders aktiv war der Überwachungsapparat in Leipzig, der Sportstadt der DDR. Welche Aufgaben hatten die Stasi-Spitzel? Sie sollten nicht nur ihre Wettkampfgegner und Gegnerinnen aus dem Ausland, sondern auch ihre Vereinskollegen ausspionieren. Sie sollten mithelfen, Republikfluchten zu verhindern. Sie sollten sportwissenschaftliche Forschungsergebnisse abschirmen. Das Gebot der Geheimhaltung galt in erster Linie dem seit Mitte der 1960er Jahre systematisch betriebenen Doping, dessen erschreckende Ausmaße nach 1990 ans Tageslicht kamen und dem wir in unserer Ausstellung damals auch einen großen Raum gewidmet haben, von dem Sie hier zwei Ansichten sehen. Gedopt wurde natürlich auch im bundesdeutschen Sport, keine Frage. Aber nicht in Form eines staatlich angeordneten, so viel wir wissen, und nicht in Form eines staatlich organisierten Zwangsdopings, zu dessen Opfern in der DDR in großer Zahl auch Minderjährige gehörten, die ohne ihr Wissen und ohne ihr Einverständnis oder das ihrer Eltern manipuliert wurden. Wie schlimm die Folgen sein konnten, machten später bekannt gewordene Schicksale deutlich. Für die DDR, die ja so viel wie geschildert in die Ausbildung ihrer Spitzensportler investierte und diese sehr gern als Aushängeschild benutzte, war die Flucht bekannter Sportler in den Westen ein besonders schweres Fiasko, auf das sie allerdings in den 4 Jahrzehnten ihres Bestehens unterschiedlich reagierte. Während das Regime in den 1950er und 60er Jahren abtrünnige Sportler als Verräter öffentlich anprangerte und deren Vereinskollegen zu demonstrativen Schmähungen drängte, herrschte in späterer Zeit die Tendenz zur Vertuschung vor. Athleten, Funktionäre und Trainer, die in den Westen gegangen waren, galten als Unpersonen. Ihre Namen verschwanden aus allen öffentlichen Verlautbarungen. Seit Errichtung der innerdeutschen Grenze schrieben bekannte Seitenwechsel deutsch-deutsche Sportgeschichte.
Zu den bekanntesten Fällen gehörte im Juni 1950 die Flucht fast aller Spieler des erfolgreichen Fußballclubs Dresdner SC. Unter ihnen der spätere Trainer der bundesdeutschen Nationalelf Helmut Schön, von denen die meisten danach bei Hertha BSC Berlin unterkamen. Davon hätte ich Ihnen nun auch gern ein Bild gezeigt, aber da gab es Lizenzprobleme. Während es in der frühen Zeit noch vergleichsweise einfach war, der DDR den Rücken zu kehren, riskierten seit dem Mauerbau Republik Flüchtlinge sehr viel, um in den Westen zu kommen. Aufsehen erregte der Weg, den der DDR-Meister über 400 Meter Kraul Axel Mittbauer wählte. Kurz vor den Olympischen Spielen von 1968 hatte das MFS, also die Stasi, einen Fluchtplan des Leipzigers aufgedeckt. Als nach Verhören, Misshandlungen und kurzer Haft Mittbauer auch noch die lebenslange Sperre für den Leistungssport drohte, entschied dieser sich, trotz aller damit verbundenen Gefahren, für einen zweiten Versuch. Im Sommer 1969 schwamm er in etwas mehr als 3 Stunden durch die Ostsee bis in die Lübecker Bucht, wo ihn eine Fähre mit Kurs auf Kiel aufnahm. Er hat das später für eine Westdeutsche Illustrierte nochmal nachgestellt, wie er da auf der Boje stand. Und seine Schwimmflossen und die Badehose, also so bescheiden ausgestattet, hat er dieses Wagnis auf sich genommen. Diese beiden Dinge gehörten zu meinen Lieblingsobjekten in unserer Sportausstellung, weil sich an sie nun wirklich eine ganz besondere Geschichte sich mit ihnen verband. Die Kontrollmechanismen, die dem Sport in der DDR galten, waren vorrangig darauf ausgerichtet, Republikfluchten zu verhindern und lösten sie in vielen Fällen erst aus. So verwehrten DDR-Behörden beispielsweise dem erfolgreichen Fußballtrainer Jörg Berger, der vor einigen Jahren leider gestorben ist, verwehrten Berger nach seiner Ehescheidung wegen angeblich erhöhter Fluchtgefahr Reisen ins sogenannte nichtsozialistische Ausland und damit die Fortsetzung seiner Karriere. Erst diese Einschränkung, verbunden mit politischen Zumutungen, veranlassten Berger 1979 ein Spiel in Jugoslawien zur Flucht in die Bundesrepublik zu nutzen. Der bekannteste Fluchtfall ist sicher der von Fußballer Lutz Eigendorf. Eigendorf, Spieler beim BFC Dynamo, nutzte 1979 ein Europapokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, um sich von seinem Team abzusetzen. Kurz danach äußerte er sich in einem ARD-Interview, aufgenommen in West-Berlin mit Blick auf die Mauer, zu den Gründen seiner Flucht. Nicht die Aussicht auf einen höheren Lebensstandard habe ihn in erster Linie gelockt, sondern das höhere Niveau des westdeutschen Fußballs. Nach einjähriger Sperre konnte Eigendorf tatsächlich für den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern auf Torejagd gehen. Aber das MFS blieb dem Verräter mit 15 inoffiziellen Mitarbeitern auch in der Bundesrepublik auf den Fersen. 1981 starb Eigendorf, der inzwischen für Eintracht Braunschweig spielte, unter mysteriösen Umständen bei einem Autounfall. Stasi-Unterlagen legen die Vermutung nahe, dass es sich um einen Mordanschlag der DDR-Geheimpolizei handelte. Ganz geklärt ist meines Wissens der Fall bis heute nicht. Nun einige Worte zur Entwicklung in der Bundesrepublik. Auch im Westen Deutschlands war der Sport schon bald nach Kriegsende wieder ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Von der wirtschaftlichen Bedeutung späterer Jahre und auch von seiner Allgegenwart in den Medien war er aber bis Mitte der 60er Jahre noch weit entfernt. Teile der Gesellschaft, insbesondere das Bildungsbürgertum, aber auch führende Repräsentanten der noch jungen Demokratie betrachteten den Sport in Erinnerung an seine Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten zunächst mit einer gewissen Distanz.
Noch war die Erinnerung an das Dritte Reich, an den damals betriebenen Staatssport gegenwärtig. Der maßlose Körperkult, die Verherrlichung nationaler Helden, die propagandistisch inszenierten Großveranstaltungen. Diese Überhöhung des Sports sollte in Zukunft auf jeden Fall vermieden werden. Von Bundespräsident Theodor Heuss stammt der schöne Satz: Es gibt keinen proletarisch-marxistischen Klimmzug und keinen bürgerlich-kapitalistischen Handstand. Man kann's oder man kann's nicht. Heuss mahnte übrigens auch zur Zurückhaltung, als 1954 manche meinten, dem Wunder von Bern, dem überraschenden Sieg der bundesdeutschen Fußballer bei der Weltmeisterschaft, politische Symbolkraft zuschreiben zu können. Mit der Forderung, die Turn- und Sportbewegung muss zweckfrei sein, unterstrich Willy Daume, der einflussreichste Funktionär im bundesdeutschen Sport, die Neuausrichtung. Der 1950 gegründete DSB beabsichtigte, mit allen seinen Vereinen und Fachverbänden unabhängig von staatlicher Lenkung und parteipolitischer Bindung zu agieren. Eine Haltung, mit der man sich auch ganz bewusst von der Entwicklung in der DDR abgrenzen wollte. Aber natürlich war auch der Sport in der Bundesrepublik weder zweckfrei noch unpolitisch. Deutschlandpolitisch positionierte sich der DSB eindeutig im Sinne der Bonner Regierung und verwandte alle Kräfte darauf, die internationale Anerkennung der ostdeutschen Sportfachverbände zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Mit Erfolg. Sowohl bei den Olympischen Spielen 1952 wie auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 durfte nur eine westdeutsche Mannschaft antreten. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der DDR-Erfolge im Hochleistungssport änderten sich in der Bundesrepublik seit Mitte der 60er Jahre der Sport und auch sein Verhältnis zu Politik und Wirtschaft. Das Amateurideal galt vielen als nicht mehr zeitgemäß. Das Leistungsprinzip trat in den Vordergrund. Im Frühjahr 1967 ermittelte das Allensbach-Institut für Demoskopie, dass 57% der Bevölkerung, der westdeutschen Bevölkerung, sehr viel an einem guten Abschneiden der westdeutschen Sportler und Sportlerinnen bei den Olympischen Spielen 1972 in München lag. Habe ich jetzt was übersprungen? Nein. Mehr als 40% der Befragten bemängelte, es werde nicht genug dafür getan, den Erfolg der eigenen Mannschaft sicherzustellen. Im Deutschen Bundestag machten die ersten Sportdebatten seit Ende 1967 offenkundig, dass sich der Kreis derjenigen vergrößerte, der im Sport weniger ein Freizeitvergnügen als vielmehr einen wichtigen Bestandteil staatlicher Repräsentation sahen und auf eine stärkere Einflussnahme der Politik drängten. Obgleich der Deutsche Sportbund sich auch weiterhin mit verschiedenen Kampagnen für den Ausbau des Breitensports einsetzte, stellte er die Weichen insgesamt eindeutig in Richtung Stärkung des Hochleistungssports. Eine Entwicklung, die Sportfunktionäre in der DDR zufrieden als eine Reaktion auf die eigene Erfolgsbilanz deuteten. Im Sinne dieser angestrebten besseren Nachwuchsförderung entstanden in der Bundesrepublik die ersten Bundesleistungszentren. Junge Sporttalente erhielten von nun an finanzielle Unterstützung, da ihre Ausbildung nicht mehr als Privatvergnügen galt, sondern als eine gesellschaftliche Aufgabe angesehen wurde. Aber es gab einen Unterschied zur DDR, wo sich die Bedeutung des Sports für die Politik, ja, wie ich geschildert habe, in sehr hohen staatlichen Zuwendungen niederschlug. In der demokratisch verfassten Bundesrepublik sahen sich Kräfte aus der Mitte der Gesellschaft in die Pflicht genommen. In der vom Deutschen Sportbund und dem Nationalen Olympischen Komitee im Mai 1967 in Berlin, in der gegründeten Stiftung Deutsche Sporthilfe,
engagierten sich viele einflussreiche Unternehmer und Wirtschaftsgrößen. Aus einem neuen Gefühl der Nähe zum Sport, das Hans-Martin Schleyer, Mitglied des Kuratoriums, in die Worte fasste: Die Leistungen von Unternehmern und Sportlern haben die gleichen Wurzeln. Der langjährige Vorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Josef Neckermann, ging für eine bessere Ausstattung des Sports auf Battletouren bei westdeutschen Großunternehmen. Auch die Bundeswehr beteiligte sich an der allgemeinen Aufwertung des Spitzensports und richtete in Sonthofen und Warendorf zwei Sportlehrkompanien ein. Sie sehen hier ein Objekt aus der Ausstellung mit einem Zitat des Bundesverteidigungsministers Georg Leber. Auch der Breitensport erfuhr in dieser Zeit eine Aufwertung. Erkennbar an der Trimm-Dich-Bewegung, die Anfang der 70er Jahre startete und für die bekannte Politiker warben. Der Vergleich, der ständige Vergleich mit dem Sportwunderland DDR führte nicht nur zu einer Umstrukturierung der Sportförderung und zur Suche nach neuen Geldquellen, er begünstigte leider auch ein dopingfreundliches Klima. Teile von Politik und Sportmedizin plädierten dafür, den Einsatz von Dopingmitteln im Spitzensport zu tolerieren. Im Oktober 1976 kommentierte der Präsident des Deutschen Sportärztebundes, Herbert Reindl, die negativen Auswirkungen von Anabolika-Doping lapidar mit den Worten: Kleinere Schäden müssen dabei in Kauf genommen werden. Dass diese Schäden eben nicht klein waren, zeigte der Tod der Mehrkämpferin Birgit Dressel im April 1987. Über 100 Medikamente wurden im Blut der 27-Jährigen nachgewiesen. In einem wesentlichen Punkt allerdings unterschied sich die Entwicklung systembedingt von der in der DDR. In den 70er Jahren begann in der Bundesrepublik die Kommerzialisierung des Spitzensports. Das Sponsoring von Sportlern, Mannschaften und Veranstaltungen durch die Wirtschaft. Den Anfang setzte der Jägermeister-Fabrikant Günter Mast, Großsponsor und Präsident von Eintracht Braunschweig. Nach längerem Streit mit dem Deutschen Fußballbund, der sich sträubte, seine Richtlinien zu lockern, gelang es Mast, die Mannschaft im März 1973 in einem Spiel gegen Schalke 04 mit Trikots auflaufen zu lassen, auf denen das Emblem seiner Firma zu sehen war. Seit Anfang der 80er Jahre bezogen immer mehr Profisportler und Sportlerinnen ihre Haupteinnahmen aus lukrativen Werbeverträgen. Nach Einführung des Privatfernsehens sponserte die Wirtschaft zunehmend auch die Übertragung von Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen. Nur noch einige Worte zu den deutsch-deutschen Begegnungen. Solche Begegnungen, von Anfang an politischer Spielball und Zankapfel, fanden in den 50er Jahren noch in großer Zahl statt. Allein 1955 waren es fast 3.000, waren es fast 4.000, 3.800. Der Sportverkehr zwischen den beiden deutschen Teilstaaten umfasste Begegnungen im sogenannten kleinen Grenzverkehr, gesamtdeutsche Meisterschaften sowie Freundschaftsspiele, vor allem zwischen Fußballvereinen, die traditionell an Feiertagen wie Ostern, Pfingsten oder dem 1. Mai ausgetragen wurden und auf großes Zuschauerinteresse stießen. Zu den denkwürdigsten Begegnungen gehörte das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Wismut Karl-Marx-Stadt im Leipziger Zentralstadion am 6. Oktober 1956. Über 100.000 Zuschauer, bis heute ein Rekord, erlebten einen 5:3-Sieg der Pfälzer, die mit zahlreichen Teilnehmern der Weltmeisterschaft von 1954 aufgelaufen waren. Fritz Walter schoss damals mit seinem legendären Hackentreffer eines der wohl spektakulärsten Tore in der Fußballgeschichte. Ab 1957 zog sich die DDR aus dem deutsch-deutschen Sportverkehr zurück.
Nicht allein als Folge des Wandels deutschlandpolitischer Vorgaben. Grund dafür war auch die Erkenntnis, dass der Sport nicht im gewünschten Ausmaß kontrollierbar und politisierbar war. Austausch und Freundschaften ostdeutscher Sportler und Sportlerinnen mit dem Klassenfeind konnten kaum verhindert werden. Die SED begann genau die Infiltration zu fürchten, um die sie sich ihrerseits zuvor auf westdeutschem Boden ja intensiv bemüht hat. Umgekehrt verstärkte nun der bundesdeutsche DSB sein Engagement. 1957 rief Präsident Willy Daume das Jahr des gesamtdeutschen Sportverkehrs aus. Für besonders große Aufregung sorgte der sogenannte Flaggenstreit. Als die DDR im Oktober 1959 eine neue Staatsflagge mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz einführte, folgte prompt die Reaktion der Bundesregierung, die das Hissen der Spalterfahne auf dem Boden der Bundesrepublik untersagte. Zum Eklat kam es im März 1961 bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Genf. Das Auswärtige Amt erklärte, dass es wegen der besonderen staatsrechtlichen Verhältnisse, Zitat, eine Teilnahme der deutschen Eishockeymannschaft nicht billige. Das Team trat trotzdem an, räumte aber vor dem Spiel gegen DDR nach einer Intervention Willy Daumes kampflos das Eis, um im Falle einer Niederlage nicht unter den Klängen der DDR-Hymne die Fahne des SED-Staates grüßen zu müssen. Der Weltverband bestrafte die Bundesdeutschen mit Zwangsabstieg. Zwei Jahre später lösten die ostdeutschen Eishockeyspieler den Flaggenstreit auf ihre Weise. Nachdem das Team bei der Weltmeisterschaft in Stockholm gegen die Bundesrepublik verloren hatte, wandten die Athleten der aufsteigenden Bundesflagge den Rücken zu. Die Mannschaft sei nach dem anstrengenden Match verwirrt gewesen, entschuldigten die Funktionäre diesen Affront. Ein Höhepunkt erreichte das demonstrative Handeln im März 1961, als der Bundesgerichtshof den DTSB als verfassungsfeindliche Organisation einstufte. Mit den Düsseldorfer Beschlüssen vom August 1961, mit denen die bundesdeutsche Sportführung gegen Bau der Berliner Mauer protestierte, wir haben ja gerade das Gedenken, haben wir noch ganz gegenwärtig vor ein paar Tagen, kamen die offiziellen deutsch-deutschen Sportbeziehungen vorläufig zum Erliegen. Nirgends aber war die politische Dimension des Sports, der Wettstreit der Systeme im Kalten Krieg, so eindeutig zu erkennen wie auf der olympischen Bühne. Hier führten der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik und das Ringen der DDR um internationale Anerkennung zu jahrelangen Auseinandersetzungen um Startbedingungen und um Protokollfragen. Nachdem der westdeutschen Sportführung 1952 der Ausschluss der DDR bei den Olympischen Spielen gelungen war, ich erwähnte schon, bildeten auf Anweisung des IOC die Athleten und Athletinnen aus den beiden deutschen Staaten 1956, 60 und 64 noch gemeinsame Mannschaften, die laut IOC-Präsident Brundage ein Zeichen für die Eigenwelt des Sports setzen sollten. Hier sieht man noch eine gemeinsame Olympiafahne. Der Anteil der Ostdeutschen und ihrer Volksbilanz stiegen insbesondere bei den Sommerspielen kontinuierlich. In einer veränderten internationalen Großwetterlage ließ das IOC gemäß einer Entscheidung von 1965 bei den Olympischen Spielen von 68 zwei deutsche Mannschaften zu. Also erstmals gab es jetzt zwei deutsche Mannschaften, die allerdings noch unter einer Fahne und einer Hymne, nämlich Beethovens Ode an die Freude, antreten mussten. Bei den Sommerspielen in Mexiko erfüllten die DDR-Sportler und Sportlerinnen den Klassenauftrag, überholten die Bundesrepublik im Medaillenspiegel und demonstrierten damit der Welt die Leistungsfähigkeit der DDR im Spitzensport.
Unter diesem Eindruck gewann die Vorbereitung des nächsten Kräftemessens für beide Seiten zusätzlich an Bedeutung. Zumal dort die DDR nach einem Beschluss des IOCs erstmals mit eigener Flagge und eigener Hymne sollten antreten dürfen. Sie wissen, ich komme auf die Olympischen Spiele 1972, die einen Höhepunkt im deutsch-deutschen Sportduell darstellten. Bereits die Wahl Münchens zum Austragungsort der Spiele lösten eine Kampagne der SED aus. In einem Beschluss des SED-Politbüros von 1968 hieß es, Zitat, die Klassenauseinandersetzung auf sportlichem Gebiet hat ein solches Ausmaß erreicht, dass prinzipiell kein Unterschied zur militärischen Ebene besteht. So wie der Soldat der DDR, der an der Staatsgrenze seinem imperialistischen Feind in der NATO-Bundeswehr gegenübersteht, so muss der DDR-Sportler in dem Sportler der BRD seinen politischen Gegner sehen. Während Westdeutschland sich auf heitere Spiele vorbereitete, um der Welt ein modernes, friedliebendes und weltoffenes Deutschland zu präsentieren, fragte das SED-Zentralorgan Neues Deutschland unter Anspielung auf die von den Nationalsozialisten 1936 in Berlin ausgerichteten Spiele, ist zweimal 36, vielleicht 72? Intern aber gab sich die ostdeutsche Seite recht pragmatisch. Gleichsam hinter vorgehaltener Hand hieß es, die bauen die Stadien, wir holen die Medaillen. Vom Chefpropagandisten der SED, Karl Eduard von Schnitzler, ist der Satz überliefert, der Kapellmeister soll in München unsere Hymne gut einstudieren, er wird sie oft spielen müssen. Für die westdeutsche Seite war es durchaus ein Problem, dass in München zwei deutsche Mannschaften vollkommen voneinander getrennt antreten sollten. Kurzfristig führte die Anerkennung der DDR durch die olympische Bewegung in der Bundesrepublik sogar zu Überlegungen, auf die Austragung der Spiele in München zu verzichten. Das hätte man aber bei der Bevölkerung nicht durchsetzen können. Die Abwehrhaltung gegen die DDR begann zu bröckeln, auch aus der Erkenntnis, dass das Beharren auf dem alten Kurs die Bundesrepublik und ihre Sportverbände zunehmend in die Isolation geführt hätte. Im Juli 1969 sprach sich das Bundeskabinett in Bonn dafür aus, grundsätzlich Flagge und Hymne der DDR bei internationalen Sportveranstaltungen auf dem Boden der Bundesrepublik zu dulden. Immer noch Bilder von der Ansicht, wie wir das Thema in unserer Ausstellung behandelt haben. Die deutsch-deutsche Konkurrenz endete in München erwartungsgemäß mit einem Triumph der DDR, die in der Nationenwertung den dritten Platz belegte, während sich die Bundesrepublik mit Rang 4 zufrieden geben musste. Bis heute im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gegenwärtig ist das Aufeinandertreffen der beiden Fußballnationalmannschaften von Bundesrepublik und DDR bei der Weltmeisterschaft 1974. Damals war klarer Favorit eigentlich die Elf von Bundestrainer Helmut Schön. Diese Deutschen werden uns nie schlagen, titelte damals die Bild-Zeitung vor dem Vorrundenspiel im Juni im Hamburger Volksparkstadion. Doch es kam bekanntlich anders. In der 78. Minute gelang dem Magdeburger Jürgen Sparwasser der Siegtreffer für die DDR. Der Schock der westdeutschen Fans über diese Schmach war groß, zumal die DDR ja allgemein nur als ein Fußballzwerg galt. Viele Ostdeutsche feierten den unerwarteten Triumph und ihren neuen Fußballhelden Sparwasser, der aber auch den Zorn von Landsleuten zu spüren bekam. Manche nahmen ihm nämlich durchaus übel, dass er dem SED-Regime einen Prestigegewinn eingebracht hatte. Nähere mich dem Ende. Die politische Dimension des Sports im Kalten Krieg zeigte sich dann noch einmal sehr deutlich 1980 und 1984. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan im Dezember 1979
forderte der damalige US-Präsident Jimmy Carter die Verbündeten zum Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau auf. In einem Land, das sich im Krieg befinde, dürften die Spiele, die ja doch dem Geist des Friedens und der Völkerverständigung verpflichtet seien, nicht stattfinden, hieß es in Washington. 64 Staaten folgten dem Aufruf der USA, die in den Jahrzehnten zuvor immer wieder vergeblich beim IOC auf den Ausschluss der Sowjetunion von Olympischen Spielen gedrängt und sich vehement gegen den Austragungsort Moskau ausgesprochen hatten. Auch die Bundesrepublik schloss sich dem Boykott an. Die bundesdeutsche Presse befürwortete fast einhellig den Kurs, ungeachtet der Tatsache, dass die westdeutschen Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen zur Sowjetunion ja keine Unterbrechung erfuhren. Leidtragende des Boykotts waren die Sportler und Sportlerinnen, deren Vorbereitungen auf die Spiele nun vergeblich gewesen waren. Die Enttäuschung war für sie umso größer, als ihre Konkurrenten aus Großbritannien und Frankreich in Moskau an den Start gehen durften. Die britische und die französische Regierung hatten die Entscheidung für oder gegen den Boykott den Sportverbänden ihrer Länder überlassen. 4 Jahre später setzten die erstmals privatwirtschaftlich finanzierten Sommerspiele in Los Angeles die Reihe der vom Kalten Krieg zwischen Ost und West geprägten Olympischen Spiele fort. Außer Rumänien verweigerten alle Ostblockstaaten die Teilnahme mit der Begründung, die Sicherheit der Athleten sei nicht gewährleistet. Wo steht der deutsche Sport heute nach dem Ende des Kalten Kriegs und der Überwindung des Sport des Systemgegensatzes? Zu seinen vorherrschenden Wesensmerkmalen gehören die zunehmende, immer größer werdende Präsenz in den Medien und der immer wieder von schweren Rückschlägen gekennzeichnete Kampf gegen Doping. Geprägt ist er auch von der deutlich gestiegenen Einflussnahme von Wirtschaftsunternehmen und der damit verbundenen starken Kommerzialisierung. Unpolitisch ist der Sport zweifelsohne nicht geworden. Seine Nähe zur Politik, deren Repräsentanten ihn sehr gerne als Bühne benutzen, ist vielmehr ungebrochen. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Martin, für diesen sehr anschaulichen, für diese anschauliche Präsentation zu den Licht- und Schattenseiten des Sports, zur Bedeutung des Sports in den Gesellschaften der DDR und BRD und auch dann eben auch in persönlichen Biografien. Ja, nun sind wir auch schon am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich kann zum Schluss nur Ihnen noch mal ans Herz legen, wir befinden uns gerade im Endspurt unserer Sonderausstellung. Das heißt, besuchen Sie gerne noch mal uns in den nächsten gut 3 Wochen hier im Stadtmuseum Kassel. Unsere Sonderausstellung läuft noch bis zum 5. September. Kommen Sie also gerne vorbei. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss.